In der Hauptstraße in Brand-Erbesdorf kamen Montagabend Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Einsatz. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen, der auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Mehrfamilienhauses übergriff. Gegen 22.25 Uhr alarmierten Benjamin Fierich und Mirko Hoffmann, Feuerwehr und Polizei, über den Notruf. Es wurden 21 Mieter aus den Gebäuden in Sicherheit gebracht. Eine 58-jährige Mieterin kam wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Die unmittelbar angrenzende B101 ist voll gesperrt. Insgesamt waren mehr als 60 Feuerwehrleute aus Brand-Erbesdorf, St. Michaelis, Linda, Langenau, Freiberg und Oederan im Einsatz. Durch die Sturmböen wurden die Löscharbeiten erschwert. Wir als Feuerwehr Brand-Erbesdorf wurden am Montagabend gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr St. Michaelis ursprünglich zum Wohnungsbrand auf die Hauptstraße 22 nach Brand-Erbesdorf alarmiert. Bei unserem Eintreffen stellte sich heraus, dass sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand befand, der Dachstuhl der linken Dachhälfte. Wir alarmierten dahin die Feuerwehr Langenau, Linda, St. Michaelis nach. In weiterer Folge die Drehleiter der Feuerwehr Freiberg und die Drehleiter der Feuerwehr Oederan. Besondere Schwierigkeit hierbei war der starke Wind durch Sturmtief Sabine. Das Gebäude war weitestgehend evakuiert durch die zwei jungen Männer, die den Notruf ebenfalls gemeldet hatten. Nachdem sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, begaben sich zwei Trupps zum Innenangriff ins Gebäude, ein Trupp unmittelbar in den Dachbereich, um das Überspringen der Flammen auf die rechte Gebäudeseite zu verhindern. Dies war leider nicht mehr möglich durch eine sehr große Hitzeentwicklung. Der zweite Trupp kontrollierte das Gebäude noch auf eventuelle Personen, die sich noch im Gebäude befinden. Dabei wurde noch eine Person angetroffen, die durch den zweiten Trupp nach außen verbracht wurde, unverletzt. Die Zusammenarbeit mit allen Kameraden hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben letzten Endes in zwei Abschnitten mit bis zu drei Drehleitern gearbeitet. Die besondere Herausforderung war sicherlich der starke Wind und die damit einhergehende Verqualmung des Bereiches. So im Großen und Ganzen ist der Einsatz eigentlich recht erfolgreich verlaufen. Wie gesagt, die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut funktioniert. Das möchte ich explizit noch einmal betonen. Ein Brandursachenermittler untersuchte den Brandort. Es wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand von einer technischen Brandursache ausgegangen. Oberbürgermeister Dr. Martin Antonow koordinierte mit den Mitarbeitern die Hilfseinsätze. Ja, also wir haben uns in der Stadtverwaltung dann zeitnah zusammengesetzt, die Bereiche Ordnung, Sicherheit, Verkehr, Soziales, Hauptverwaltung, und haben also eine kleine Arbeitsgruppe gebildet. Wir haben mit den Betroffenen ein Informationsgespräch am Dienstagnachmittag geführt, haben den Hilfsangebote erläutert, was ganz wichtig war, auch psychologisch Betreuung gegeben. Und insofern sind wir auch jetzt noch in ständigem telefonischen Kontakt und helfen den Menschen, wo wir können. Und konkret sieht die Hilfe wie folgt aus. Konkret bedeutet Hilfe jetzt Wohnraum bereitstellen, wo es noch nötig ist. Viele kommen ja auch Gott sei Dank im familiären Umfeld unter. Wiederum brauchen einige noch Wohnraum, der muss dann auch wieder möbliert werden. Und deswegen haben wir auch gerne einen Spendenaufruf gemacht im Jufts am Hasenweg, am Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum. Dort können kleinere Sachspenden abgegeben werden. Ich denke da an Kleidung, an Haushaltgeräte, an Heimelektronik, was man so halt fürs Leben braucht, weil man doch alles erstmal verloren hat. Für uns war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, die Aktion der Spendenhilfe zu unterstützen. Wir sind von diesen vielen Spenden richtig übermannt worden und sind darüber so erstaunt, dass sehr viele, nicht nur Brander, auch Auswärtige hier zu uns kommen, um ihre Spendenbeteiligung darzutun. Es ist wichtig, dass die auch wirklich hier für alle Bereiche, nicht nur an Bekleidungsmitteln, sondern auch an technischen Geräten oder an Möbeljahr interessiert sind, um das eben auch zu spenden. Und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Wie gesagt, viele wollen jetzt helfen, und konkret hat bisher auch die Wohnungsgenossenschaft hier in Brand-Erbesdorf uns ganz toll unterstützt. Weitere private Wohnungsanbieter haben Hilfe zugesagt, und wir werden im Bedarfsfalle darauf zurückkommen. Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet. Hier sind wir schon bei einem vierstelligen Betrag, noch etwa in der Mitte, aber das kann gar nicht genug sein für die Menschen, die es jetzt wieder nötig haben. Das einsturzgefährdete Dachgeschoss der zwei Mehrfamilienhäuser wurde am Dienstag abgerissen. Zwischenzeitlich wurde entschieden, dass der Gebäudekomplex abgerissen werden wird.
Auch hierzu braucht es Genehmigungen, Betrachtungen. Das dauert seine Zeit. Und weil jetzt die Bundesstraße einmal abgesperrt ist und wir aufgrund der Wetterlage, des Windes wegen, auch vermeiden wollen und müssen, dass hier Gebäudeteile in den öffentlichen Verkehrsraum hineinfallen und andere gefährden, bleibt es erstmal gesperrt und wahrscheinlich wird das Ganze etwa 4 Wochen in Anspruch nehmen. 4 Familien und alleinstehende Personen haben bei diesem Brand ihr Hab und Gut verloren. Auch im Nachgang haben wir die Bewohner noch einmal unterstützen können mit den Evakuierungs- bzw. Ausräumarbeiten, die also seitens der Feuerwehr begleitet worden sind. Ich hoffe, dass wir dort den Betroffenen ein klein wenig Hoffnung machen konnten, die ja teilweise doch alles verloren haben. Grundsätzlich bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Einsatzkräften der Feuerwehr, die mal wieder kompetent, schnell, aber eben auch im Ehrenamt agiert hat. Ich bedanke mich bei den Einsatzkräften aus Freiberg und aus Oederan, die hier mit großartiger Technik großartig geholfen haben. Und ich bedanke mich auch bei all denen, die jetzt hier aus der Bürgerschaft von Gewerbetreibenden helfen und spenden wollen.